Ich habe die Hoffnung, dass die Bemühungen der Bundeskanzlerin und des Staatspräsidenten von Frankreich hier jetzt darauf nicht nur ausgerichtet sind, dass endlich die Waffen schweigen, dass es zu einer friedlichen Entwicklung in der Ukraine kommt. Wenn jetzt gerade der Staatspräsident Poroschenko der Ukraine auch das noch einmal unterstrichen hat, dann kann ich nur hoffen und wünschen, dass heute die Verhandlungen in Moskau auch zum Erfolg führen, damit wir zu einer friedlichen Entwicklung in der Ukraine kommen und damit auch zu einer Sicherung unserer Koexistenz in Europa, das heißt des friedlichen Zusammenlebens in Europa.